Hi, willkommen zurück zur dritten Folge von dem DLC zu Resident Evil Village Shadows of Rose. Willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind letztens an der Stelle stehen geblieben, als wir einen Speicherpunkt gesucht hatten. Und genau da werden wir jetzt weitermachen, denn ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau, was wir gemacht hatten. Wir hatten den Schlüssel hatten wir geholt. Genau, das war's. Den Schlüssel, die für den einäugigen Keller, nenne ich ihn jetzt mal. Und was in dem Keller ist, das wollen wir uns doch jetzt mal gemeinsam angucken. Also legen wir los mit Shadows of Rose. Hier in der dritten Folge. Und ich sehe gerade, wir haben gar keine Fähigkeit unten mehr. Kann ich dieses Kraut einfach so nehmen? Ah, wir kriegen dann zwei Fähigkeitspunkte wieder. Oder, dass wir es halt einsetzen können, zwei. Ja, ich habe jetzt auch mittlerweile erfahren, wie lange dieses DLC ungefähr gehen soll. Zwischen 4 bis 5 Stunden, je nachdem, wie schnell man vorwärts kommt. Ist okay. Dafür, dass du noch einen extra Modus hast, das Perspektivenmodus für die Hauptgeschichte, kann ich mit leben für die 20 Euro, mein Gott. So. Das war hier draußen. Der hier war das, gell? Genau. Da wollen wir jetzt hin. Hier war die Schrotflinte. Oh, hier war zu. Okay, dann gehen wir mal raus. Ja. Nee, halt. Richtig. Ja. Bin mal gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Oh, was jetzt? Pass auf dich auf. Versuch ich ja, aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Lauf weg. Ja, kann sie kaum alle erledigen. Das ist richtig. Hab zwar ein bisschen Munition, aber das wäre, glaube ich, nicht so klug. Gut, hier haben wir ja alles. Also gehen wir mal durch die Tür. Heute bin ich mal drauf gespannt, warum der Duke hier so böse ist. Nee, das wird nicht erklärt. Entriegelt. Die nächste Maske wirst du aber nicht so leicht in deine dreckigen Pfoten bekommen. Sicher? Ich bin mir da nicht so sicher, mein Freund. Okay, hier gibt's nichts. Was ist das für ein Geräusch? Das war der Große, oder? Ja, hau du nur ab. Ey, ey, ey. Die armen Roses hier überall. Dieses kranke Schwein. An der anderen Seite verschlossen. Hey, komm, hier war ja Dimitrescus Zimmer, ne? Schlossen. Hier, auch wieder so weißes Kraut. Nennt jetzt einfach mal weißes Kraut. Die anderen haben auch nur Farben. Ich glaube, ich schalte ihn aus. Drei, vier. Vier Headshots. Hier rum. Okay, hier haben sie jetzt ein neues Rätsel eingebaut. In dunklen Tiefen, ich taumelte danach die Pfeile, schoss zuvor am Galgen, ich baumelte ohne Rast und Ruhe. Daraufhin durch Schwertes Hand mein Blut vergoss. Okay, wir müssen die richtige Reihenfolge der Statuen. Okay, hab verstanden. Guck erstmal mal hier links. Chemikalie, wie sieht's eigentlich mit Medikit aus? Eins habe ich noch. Ich würde mir noch eins herstellen wollen. Wo hab ich das ganze Zeug hier? Ist alles gesammelt.
Ach so. Okay, wusste ich gar nicht. War ja klar. Dann müssen wir das Rätsel jetzt lösen. Hier was drin? Naja. Also nochmal lesen. Irgendein Team, ich habe bitte danach Pfeile schossen. Pfeile, Galgen und Schwert. Oder das sind aber Vierer, oder? Ja, erstmal gucken. Pfeile. Das ist der Galgen. Das ist. Ja. Das ist Schwert. Also. In dunklen Tiefen. Ist ja eigentlich das hier das. Ja, das ist ja dunkel. Geht ja gleich wieder zurück. Gehen die alle gleich wieder zurück? Denn das funktioniert. Das ist jetzt hinten geblieben. Ist auch hinten. Okay. Habe ich eben eine Reihenfolge gemacht, verdammt. Dann muss das das erste, das ist das zweite, das ist das dritte und dann das ist das vierte. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das jetzt so richtig funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Was will man mehr? Erst Galgen, dann Schwert, dann Dunkelheit und dann Pfeile. Also geht das rückwärts. Oder? Schwert, Dunkelheit, Galgen, Pfeile. Es geht rückwärts. Wisst ihr Bescheid? Ey, wieder ins Dunkle. Das macht Rose gerne. Echt runterspringen. Habe ich so festgestellt. Jedenfalls dunkel hier. Und es gibt Materialien. Silberne Maske ist in dem kleinen Raum ganz hinten. Bin so nah dran. Naja. Ernsthaft? Rohrbombe. Nach oben.
Ja, genau, jetzt kommen noch normale. Ist klar. Ist ja schnell, Junge. Wie? Haben wir durchgelegt. Der Große gefällt mir gar nicht. Eine Rohrbombe, ey, ich hab zwei die Maske. Hab ich. Fehlt noch eine. Fehlt noch eine. Davon hättest du lieber deine dreckigen Finger lassen sollen. Boah. Ich finde, das gierige kleine Häschen hat eine Lektion verdient. Das ist ja übel. Seid ihr nicht mehr ganz fit? Lass mich mal durch, Junge! Alter Schwede! Gegen das alles kannst du ja gar nicht kämpfen. War mal so ruhig. Ich hab hier noch nicht alles. Hätte schon gern alles. Das sind echt zu viele. Kann ich so ausschießen? Ja. Wir den Gegenstand da hinten haben. Baller ich zwar gerade ein bisschen viel Munition, aber. Da noch einer. Kommt die unendlich hier oder was? Weg. Oh, der Große ist nicht mehr da. So, wo war das jetzt hier hinten? Hier muss doch irgendwas sein. Als ob. Ach, hier ist es doch. Ich glaube, ich hab's. Ja. Dafür habe ich jetzt 20 Kugeln verballert. Läuft. Doof. Und gleich neue herstellen, ne? Aber wieder plus minus null Munition. Also bei Rose ist es, glaube ich, echt vorteilhaft, da immer wegzurennen. Puh.
Kannst du laut sagen. Man hier überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht, wa? Man wird ja auch nicht überall in dem Schloss hinkommen können. Hey, ein Ausgang. Die Maske. Das ist ein guter Film. Für die 90er Jahre. Ich hab sie. Wenn auch knapp. Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht. Nicht kämpfen, weglaufen. Gegen den habe ich keine Chance. Ich nehme jede Hilfe, die ich krieg. Das ist richtig. Büschelweises Salbei. Stellt viel Mutamizidkraft wieder her. Also alle Dreier und das nur Zweier. Okay. Können wir mal eins nehmen. Okay. Aber noch eine Rohrbombe, gell? Ja. Die kann man speichern. Machen wir doch mal. Wir haben noch ein bisschen. Aufschließen. Alles klar. Oh, jetzt? Draußen? Ach, hier am Fenster, wo man Lady Dimitrescu belauscht hat. Out. So, mehr geht doch hier gar nicht. Doch, hier wird es weitergehen. Auch hier. Flintenmunition, Schießpulver, rostige Reste. Flinte habe ich im Speisezimmer gesehen. Rohrbombe, Schießpulver, rostige Reste, Kraut. Das sollte mir bei der Flucht helfen. Rostige Reste. Ich kann jetzt Schrotflintenmunition und Rohrbomben herstellen. Da ich aber die Schrotflinte noch nicht habe, brauche ich im Moment noch keine Schrotflintenmunition. Ja, war hier nicht? Ne. Ach, jetzt sind wir in dem Raum. Ah, okay. Wie komme ich jetzt hier durch? Wait. Muss da lang? Wait, ach, da ist noch eine Tür. Die Augen auf. Das Gemälde brauchen wir für das eine Rätsel. Oh, wo war das denn? Hier, die Galerie. Müssen wir mal zur Galerie gehen. Willkommen in der Galerie der Verzweiflung. Eine wundersame Ausstellung jener Glücklichen, die mindestens eine Maske zu erobern vermochten. Lass dein Auge über die wenigen Auserwählten schweifen, deren letzten Momente der Verzweiflung für alle Zeit in dieser Galerie festgehalten sind. Bezeuge an dieser Stadt das Licht des Lebens aus einer anderen Perspektive. Na? So, hier haben wir alles blau, ja. Du bist ganz schön hartnäckig, was? Aber ganz so einfach mache ich es dir nicht. Bin ich da jetzt wirklich raus? Das Gefühl ist draußen, als auf mich wartet. Aber wer hätte es gedacht? Wir müssen die Treppen hoch. Der schon wieder? Komm.
kann dich immer... Oh! Kommt aber nicht hier rein, oder? Solltet ihr R1-Fähigkeit aufheben, um mir die... um Hals zu halten, ha? Habe ich gerade so festgestellt. Hier ist die Schrotflinte, aber ohne... diesen passenden Schlüssel wird das nix. Denke mal, das Ding werde ich oben in der Galerie bekommen. Das müsste ein safer Raum sein. Können wir eigentlich auch nochmal speichern. Ja, wir müssen hoch, genau. War hier, oder? Ja. Ja. Das muss jetzt die richtige Reihenfolge, oder wie? Nicht entfernt werden. Würde ich hier die Schlange? Hier die Spinne. Die Räuber stehen in Reihe und Glied, ein jeder auf seine Beute schielt. Aber ich kann das ja nicht wegnehmen. Oh, wir sind ja noch zwei. Ist. Okay, also. Der Frosch greift den Schmetterling an. So. Essen Schlangenspinnen? Warte mal, ist auch scharf. Kann ich das nicht wegnehmen? Ja, das sieht gut aus. Schlange und Spinne. Na? Schlange? Spinne. Ha! Bin gut. Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Du hast aber böse Augen. Der Schlüssel, wetten? Hey, ich kann mir die Schrotflinte holen. Das traurige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit. Die goldene Maske möge dir vergönnt sein. Okay. Hier hat man auch die traurige Tür. Na denn? Erstmal die Schrotflinte holen. Na, wir haben noch 5 Minuten. Aber wir machen die Schrotflinte. Ist ja gleich hier. Damit könnte man jetzt theoretisch wahrscheinlich den Großen da besiegen. M1897. Das gefällt mir schon besser. Jetzt können wir auch Schrotflintenmunition herstellen. Sechs Schuss. Wenden ist der Große, ne? Sind wir viel zu viel kleiner. Für die Kleinen würde ich die Munition ungern verwenden. Da ist der Große. Hey Kollege. Okay. Sind
Ich sag dir, keine Chance. Dann lassen wir das. Das heißt, wir müssen jetzt raus und links lang. Na dann, let's go. Natürlich. Auf. Recht. Das war knapp. Eieiei. Da ist die goldene Maske. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ah, ich sehe schon. Wir müssen uns einen Weg machen. Ist das die letzte Maske? Ja. Mal her. Oh, Munition kriegt man eigentlich relativ gut. Hätte mit weniger gerechnet. Wo haben wir die Blume? Das ist aber zugeschossen mit Munition. Schlossen? Aufschließen. Okay. Okay, da hinten? Da komme ich aber nicht hin. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie wir zu der Blume da drüben hinkommen. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Doomsday. Bis zum nächsten Mal.